Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 22 Hockey Ultimate Team. Style Icons 2.0, erhalte ein Style Helden Meisterobjekt mit 94 Gesamt, in dem du alle Meisterobjekt-Event-Ziele abschließt. Jawohl, wir versuchen heute einen zweiten und dritten Spieler hinzubasteln und sollten wir das schaffen, würde ich sagen, stehen wir eigentlich ganz gut da. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Wir versuchen jetzt erstmal den fertig zu bauen, den wir gestern angefangen haben, bevor wir einen neuen Spieler beginnen, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wo wir da genau hinkommen am Ende. Ja, Hood Rivals können wir noch was abholen. Da gibt es ein paar Packs. Bestätigen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, weil das ist praktisch, wenn wir das haben. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir nachher genug Karten auch ziehen, die wir brauchen. Das ist das nächste Problem. Objekteingang. Genau, die muss man einlösen, Who Champions einlösen, 3000 Münzen einlösen. Dann hoffen wir, dass wir Zeit schon basteln können gleich. Dazu würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Sets rein. The Formans Style Icons 2.0. Muss man ganz dahinter gehen. Event-Sammelobjekte. Und da müssen wir uns jetzt zusammenraufen, nenne ich es mal. Ja, zum Beispiel hier John Jason Pederke abgeben. 6 Sammelobjekte. Sollten wir schon ein paar Leute zusammenkriegen, eigentlich. 88 plus. Matthews, dann haben wir 12 Sammelobjekte. Wie gesagt, wir brauchen viele. Okay, sind wir schon raus hier. 12 Sammelobjekte. Dann haben wir hier 17 Sammelobjekte. Sammelobjekte. 20 Sammelobjekte. Fehlen noch knapp 34. ja. 23 Sammelobjekte. Also wie gesagt, stehen wir mal gar nicht so schlecht da. 23 haben wir jetzt. Dann stehen wir jetzt bei 26. Okay. Sammelobjekte. Aber wird sehr interessant, ob wir da wirklich noch einen zweiten Spieler zusammenbasteln können. Da brauchen wir schon sehr viel Glück. 30 Sammelobjekte. Sammelobjekte. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt haben wir gerade 35 Sammelobjekte. Thank you.
Gegner stand jetzt 38. Einundvierzig. Einundvierzig haben wir noch. Zweiundvierzig. 43. 43. Boah, das wird eng. Wie gesagt, 43 Objekte haben wir jetzt. Objekte haben wir jetzt. Reicht natürlich nicht für Chaltron. Fehlen uns noch genau 11 Stück. Kann man schon schauen. Ja, ein paar Münzen noch mit. Machen mal unsere normalen Packs auf, bevor wir hier ins Store reingehen. Item, das ist nicht schlecht. Alles in meine Sammlung senden. Nehmen wir ein Pack. Packs. Schon was da drin ist. Da ist was Großes drin. 87 McKinnon. Das ist doch nice. 87 McKinnon ist schon mal gut. Mal schauen, wir haben 43 haben wir jetzt aktuell. Stand jetzt. Mal 48 draus. Und einmal fehlen nur noch 6. Einmal geht's ganz, ganz fix. Dann fehlen nur noch 5.
fehlen nur noch 4 Karten. Okay, müssen wir noch auf die offenen Packs. Die besten Karten, aber sie sind zumindest solide. Okay. Das ist auch voll, das ist schön. Mal schauen, wie viele uns noch fehlen. Sind hier wieder Einzelöffnen. Ich finde es blöd, dass sie nicht einfach direkt in die Dinge reinwandern. In den Objekteingang. 17. Wie gesagt, 54 Objekte brauchen wir. 17 haben wir jetzt. Und machen wir die 30 voll mit dem nächsten. Ja, die 20 sind nochmal 23. 26 Objekte. Nummer 30. Fünfunddreißig. Nummer 37. Machen wir die 38 voll, würde ich sagen. Wie fehlen uns denn jetzt am Ende noch? Gibt es nicht so eine Option, alle auf einmal öffnen vielleicht? Thank you.
So. Sollten drei Stück oder so sollten fehlen, wird scheiß schon im Schnitt. Okay, pass auf. Jacob Chaichan, Spielerinfo Upgrades. Rang kaufen für 5 Style Icons. Nächsten 2 Stufen sind 6er. Und das hinkriegen, das wäre nochmal ein starker Verteidiger einfach. Das ist. Wie gesagt, die Mannschaft ist jetzt langsam so weit, dass wir sagen, okay, sie hat diesen Endstatus erreicht, mehr oder weniger. Und sie kommt diesem Endstatus langsam sehr, sehr nahe. 12, 14. Zwei Objekte fehlen uns, okay. Okay. Knipser. Okay. Liebe ja nichts mehr. Das wird vielleicht funktionieren? Okay. Also, 2 Objekte fehlen uns. 2 Stück. Wir gucken die Sets reingucken. Warte mal. Uns fehlen nur 2 Stück. Dann machen wir es jetzt so. Dann machen wir jetzt die anderen Karten auf. Angefangen mit denen hier. Und davon werden sie gefühlt wahrscheinlich sowieso voll. Das, was sie haben wollen. Power up, sehr schön. Wir haben 84 mal K. Und nochmal ein Power up. Plus 85, sehr schön. Fehlen immer noch 2 Collectibles. Das ist scheiße. Das ist tatsächlich sehr scheiße. Thank you.
Okay, so, dann hätten wir das auch. Aus Aufstellung entfernen. Mal schauen, ob wir jetzt noch zwei zusammenkriegen. Ich vermute mal nicht. Doch, kriegen wir schon hin. Jawohl, und damit hätten wir ein weiteres Objekt. Das heißt, uns fehlt nur noch eins. Für die volle Karte. Von Jakob Tretsch und so, drei müssen wir noch mitnehmen. Eins. Und Glückwunsch, ist unsere Nummer 3 heute, Herr Tanev. Und somit hätten wir Jakob Tretschern schon mal fertig. So. Vierundneunzig. Vierundneunzig. Alles an Sammlung senden. So, freut mich, dann hat Lidlstrom schon mal die 91, darf wieder mit Letang zusammenarbeiten, Drysdale darf wieder zurück mit Darlene und vorne Carlson arbeitet in Zukunft zusammen mit Jakob Tretschern. Genau. Nee, freut mir, pass auf. So, dann hat man das angepasst. Ein Power-Up für Nathan McKinnon. Er hat nämlich 94 in der ersten Reihe.
So. Ja, bin ich bis dahin mal ganz zufrieden mit dem ersten Teil dieser Folge. Schau mal, dass man vielleicht, ja, es wäre, brauchen wir schon viel Glück, aber probieren muss man es. Ryan Whitney, schauen brauchen wir schon mal nicht. Nochmal Ryan Whitney. Zweimal Müll gezogen, mehr oder weniger. Nicht das, was wir haben wollten. David, nice. Freut mich sehr, dass wir den gezogen haben. Wir brauchen mehr solcher Puls, wenn wir da wirklich, ich nenne es jetzt mal, konkurrenzfähig bleiben wollen. Nicht so gut. Eins haben wir gleich noch von denen, sind nur fünf. Aber wir haben absolut kein Glück. Und damit erledigt sich eigentlich unser zweiter Spieler relativ fix. Aus dem einfachen Grund, dass wir nicht die Möglichkeiten haben. Unseren Spieler genauer und, wie soll ich sagen, mannschaftsdienlicher zu entwickeln. Und somit ist Jesse Puljujärvi weiterhin gesetzt. Ja, na gut, dann würde ich sagen, war die Folge besser als erwartet. Wir haben zumindest den einen Spieler fertig gemacht, den wir fertig machen wollten. Für den zweiten reicht es leider nicht durch unsere Packs, die wir gezogen haben, aber my shit happens. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt John Form, wir sehen uns nächstes Mal wieder und dann hoffen wir mal, dass wir ja, wieder so durchstarten können beim nächsten Event wie heute. Bis dahin, Tschüssikowski, bleibt gesund, John Form, wir sehen uns.